Wir waren verblüfft, dass es tatsächlich noch gar keine Musiktheater-Adaption dieses Romans gibt. Und wenn man jetzt an die Rezeptionsgeschichte denkt, dann denkt man natürlich auch vor allem an die Filme und diese Fernsehserie von Fassbinder. Und wir haben eigentlich versucht, unsere Vorstellung von einem Klang davon zu lösen und uns wirklich einfach auf die Sprache des Romans zu beziehen und das, was wir daraus hören. Berlin ist eine laute Stadt. Es ist eine Stadt mit vielen Klängen und jetzt gerade auch hier, wir sind hier in Neukölln, ist das auch echt was, wo ich auf jeden Fall immer sehr viel das wahrnehme, dieses sehr Geräuschhaftige, das sehr Laute. Das sind Sachen, wo wir gesagt haben, da gehen wir quasi auch rein und ahmen das nach und versuchen das zu einer Tonsprache zu überführen, die quasi den Roman gleichzeitig widerspiegelt und eine der Zeit enthobene Dimension gibt. Als erstes ist ja von Christiane Neudecker ein Libretto geschrieben worden, wo ganz stark das Element von Sprecherchor und Gesangschor eine Rolle spielt. Die Stadt ist ja ein Protagonist in der Oper und die Stadt kommt vor als Sprecherchor und als Operngesangschor. Der Roman ist ein Monolith und man darf nicht vergessen, ich habe ja keinen zweiten Roman draus gemacht. Ich habe es transferiert in eine andere Kunstgattung, die sehr viel zu bieten hat. Wumm, Schlag, Wumm, Schlag, Wumm, Sturmbock, Wumm, Torschlag, Wuchten und Rammen. Wir haben Knochen aus Eisen, Krach, Tor, pass auf, kein Tor, leeres Loch, Höhle, Wumm, Wumm, pass auf. Für uns ist ja auch wichtig, die Klangwelt der 20er Jahre aufzunehmen und zu übersetzen in eine vielleicht zeitlosere Tonsprache. Wir werden Dinge sehen auf der Bühne, die ich gar nicht unbedingt beschreiben muss, die ich nicht ausformulieren muss. Und 700 Seiten Roman zusammenzukürzen auf 3 Stunden Oper, da muss man sich lange damit beschäftigen. Der Roman ist ja noch nicht so alt im Verhältnis zur Literaturgeschichte der Menschheit. Und bis jetzt finde ich, dass der eine große Aktualität in sich birgt. Und was Woyzeck im 19. Jahrhundert ist, ist Franz Bieberkopf vielleicht im 20. Jahrhundert. Und wie ein moderner, antiker Mythos finde ich, dass Berlin-Alexanderplatz auf jeden Fall das Zeug hat, eine überzeitliche Parabel darzustellen. Dieses Berlin von 1927 stelle ich mir als ein anarchisches, lärmendes, stinkendes, chaotisches Berlin vor. Und ich glaube, dass das Musiktheater sehr reizvoll als Medium mit diesem Roman umgehen kann, weil es eben diese Polyphonie der Großstadt in ihre originäre Sprache, in die Musik übersetzen kann. Ich finde es so toll, wie akustisch das geschrieben ist. Man hört tatsächlich die Musik dazu. Und Musik und Großstadt, das ist ja unser Thema bei Berlin-Alexanderplatz. Ja, und es gibt ja das schöne Zitat, ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben, was Düblin sagte, ja, ich habe einen Bahnhof in meinem Kopf und ich lasse Züge ein- und ausfahren. Manchmal fahren auch viele gleichzeitig raus. Und das ist ja tatsächlich das Stück, das ist die Atmosphäre. Wir gucken eigentlich erstmal wie in einen U-Bahn-Schacht in ein großes Schwarz. Und so langsam wird dieses Schwarz bevölkert. Und man merkt, dass es teleskopartig immer mehr in die Tiefe geht. Bielefeld hat eine große Bühnentiefe. Und das war eine unserer ersten Ideen, dass wir die für das Stück nutzen wollen. Ich erinnere mich, dass wir in der U-Bahn saßen, in Berlin-Alexanderplatz ausgestiegen sind, beide schweigend stehen geblieben sind und gesagt haben, guck mal, das ist doch eigentlich der Ort. Alles ist im Wandel, alles ist flüchtig. Das ist ein guter Ansatz für dieses Stück. Wir benutzen Klangmotive, die eine Assoziation mit der Zeit wecken. Und die versuchen wir mit Nachahmungsprozessen in eine eigene Tonsprache umzuwandeln. So könnte man es beschreiben, um daraus eine im besten Sinne zeitlose Musik zu machen. Ja, das sind die Sounds, super. Wir haben ja schon dann geguckt, dass es uns wichtig war zu schauen, dass wir sowohl der Entstehungszeit Tribut zollen quasi. Aber gleichzeitig eben auch nachschauen, was erzählt uns das heute. Das heißt, wir sind eigentlich in, sage ich mal, auch alle möglichen
Genres und Musiktraditionen reingegangen, die wir quasi hier vorfinden und auch hier in Berlin vorfinden.